Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker World. Wir spielen jetzt die Blueberry Lagoon 3. Das ist das dritte Level der vierten Welt, beziehungsweise das vierte Level, wenn man das Geisterhaus dazu zählt, wo wir im letzten Part so ein bisschen Probleme hatten, rauszufinden, wie sich die Rätsel lösen lassen. Aber sobald wir es dann rausgefunden haben, war es eigentlich ziemlich gut machbar. Und es geht halt anscheinend wirklich mit so ein bisschen eisigen Leveln weiter. Und der fliegt natürlich genau in meine Richtung. Beziehungsweise schwimmt, nicht fliegt. Verdammt. Direkt am Anfang getroffen werden ist immer so ein bisschen blöd. Hier haben wir wahrscheinlich ein Power-Up drin, oder? Verdammt. Kannst du mich in Ruhe lassen vielleicht? Das wäre ganz nett. Oh-oh. Ich würde gerne das Power-Up haben. Wenn ich dürfte. Ja, okay. So, ich weiß nicht, wofür wir die ganzen Power-Blöcke brauchen. Man killt halt damit die Gegner ganz gut, aber ist jetzt auch nicht so wirklich notwendig. Ich muss sagen, die Wasserwelt gefällt mir bisher ja nicht so gut. Ich finde, dass der Levelaufbau ist nicht so gut. Ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich Wasserlevel generell nicht so sehr mag, aber ich finde schon, dass man hier hätte deutlich mehr machen können. Ich meine, für mich sieht das ja einfach alles nur sehr random nach Platzieren von Eisblöcken aus, mit ein paar Cheep-Cheeps und Seeigeln. Also, mir gefällt's eher nicht. Und hier ist auch schon das Ziel, also die vierte Welt schwächelt sehr, finde ich. Das letzte Level war gut, also das Geisterhaus-Level, aber das hier ist jetzt wieder so, nee, hätte nicht sein müssen, finde ich. Ich meine, man hätte doch so viel machen können, zum Beispiel ein versunkenes Schiff oder so. Aber davon kommt halt so irgendwie gar nichts. Ha, naja. Aber daher fand ich die anderen drei Welten bisher sehr gut. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist das nächste Level auch schon das letzte Level der vierten Welt. Richtig? Ja, so halb. Blueberry Fortress. Hört sich nach dem finalen Level an, ist aber glaube ich nicht das Finale. Denn danach kommt noch eins, das sehr ähnlich aussieht. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus als das vorherige. Wow. Ich dachte, ich würde es jetzt aufnehmen, weil ich gleichzeitig den Y-Button gedrückt hatte. Aber anscheinend nicht. Oh. Ja, das sieht schon deutlich besser aus als das letzte Level. Okay, komm mal runter da. Die rote Münze ist es mir auf jeden Fall nicht wert, da hoch zu fliegen. Ich sag immer fliegen. Warum sage ich denn immer fliegen? Was ist denn los mit mir? Schwimmen. Ernsthaft? So ein billiger Tod? Ach, come on. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Das war, glaube ich, der lämste Tod, den je jemand in Super Mario Maker geschafft hat. So, komm runter da. So, schnell durch. Aber diese Cheep-Cheeps, die sind wahnsinnig schnell, die Knochen-Cheep-Cheeps. Oder wie auch immer die heißen, ich weiß es gar nicht so genau. Die haben wahrscheinlich auch so einen eigenen Namen, Knochenfisch. Ich glaube, die meisten nennen sie einfach Knochenfische. Aber ob das der offizielle Name ist, weiß ich nicht. Oben oder unten? Ich gehe einfach mal unten lang. Aber scheint beides auf dasselbe hinauszulaufen. Ich gehe lieber unten lang. So. Wieso machen die Stacheldinger eigentlich nicht das Eis kaputt und wieso bin ich unten lang gelaufen? Wieso sage ich laufen, es ist schwimmen? Ich bin vollkommen bekloppt mittlerweile. Ah, was ist denn los? Lern kommentieren. So, okay. Halbzeit, beziehungsweise Checkpoint und wir kriegen eine Blume. Können wir damit eigentlich die Blöcke kaputt machen? Ich glaube nicht, aber man kann es ja mal versuchen. Ja gut, wir haben den ersten kaputt gemacht. Aber mehr auch nicht. So, runter da. Ja, das Level gefällt mir auf jeden Fall schon mal deutlich besser als das vorherige. Ah, verdammt nochmal. Das ist echt schwer hier zu schwimmen, wenn man nur so wenig Platz hat. Ich finde auch, das letzte Level war bisher so ein bisschen der Tiefpunkt des bisherigen Spielverlaufs. Es kam einfach wahnsinnig random vor. Keine so richtige Idee dahinter. Es waren einfach nur diese Eisblöcke irgendwo platziert. Und mehr halt irgendwie auch nicht. Aber hey, ich will jetzt nicht zu viel kritisieren, denn der Rest war bisher echt ziemlich gut. Dann kann es ja schon mal dazu kommen, dass nicht
jedes Level perfekt ist. Und eins von bisher, weiß ich nicht, 20 Leveln oder so, das jetzt nicht so gut war, ist jetzt nicht die allerschlechteste Quote. Deswegen, lasst uns einfach mal positiv weitermachen. Ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass der Rest auch ziemlich gut wird. So. So langsam müssten wir im Ziel sein. Ja, sind wir auch. Und dann kommen wir jetzt wohl auch schon zum Boss-Level der vierten Welt. Da bin ich mal gespannt, was er gemacht hat. Ich könnte mir gut vorstellen, vor so einem Wiggler mit Flügeln unter Wasser abhauen. Das machen ja ziemlich viele unter Wasser manchmal. Dann einfach quasi so, ja, ein Fluchtlevel. Das wäre ganz cool. Darauf hätte ich jetzt Lust. So. Mal schauen, was er uns anzubieten hat. In dem Level... Na, wie heißt es? Sunken Lagoon City. Na. Okay. Was haben wir denn hier? Ich schätze mal, dass es auch wieder ein Boss-Level ist. Die haben ja bisher immer mit einem Boss-Level aufgehört, die Welten. So. Da habe ich direkt mal links was gesehen. Ob hier wohl eine Feuerblume drin ist? Ne, nur ein One-Up. Was ich gar nicht mitnehme, weil ich es einfach nicht brauche. Oh. Wiggler sind auf jeden Fall schon mal dabei. Kann man die eigentlich unter Wasser töten, wenn ich da jetzt drauf schwimme? Das weiß ich gar nicht. Ich kann sie treffen, aber töten nicht. Nee, okay. Na gut. Das wissen wir dann schon mal für gleich, wenn der riesige Wiggler kommt, falls einer kommt. Dass wir den nicht so leicht töten können. So. Hier haben wir ein paar Cheep-Cheeps. Vom Aufbau her gefällt mir das ziemlich gut, also einfach vom Visuellen her. Mit den Säulen, mit dem Eis. Also hübsch gemacht ist es auf jeden Fall schon. Könnte so quasi von Nintendo sein, wenn man so will. Könnte ich mir so auf jeden Fall vorstellen. Ist hier vielleicht eine... Feuerblume hätte ich auch gar nicht bekommen können. Oh, chill. So, runter da und in die Röhre. Ziemlich viele One-Ups in dem Level. Schon drei mittlerweile. Runter da. Ich habe auch das Gefühl, dass das Level wieder keinen richtigen Boss haben wird. Das vermisse ich so ein bisschen. Das hatten die bisherigen Welten ja immer so ein bisschen. Die zweite Welt hatte so einen richtigen Boss. Wow! Die dritte hatte... Oh, chill dein Leben! Was zum Teufel, wie schnell ist der denn? Wo lang? Die zweite Welt hatte... Was hatte die zweite Welt nochmal? Ah ja, die hatte den Maulwurf-Boss. Die erste Welt hatte quasi dieses Panzerspielchen. Und die dritte Welt hatte... Ja. Gar nicht so richtig. Die hatte nur diesen Maulwurf da. Ja. Das hatte ich mir hier ein bisschen anders vorgestellt. War generell die Idee, die ich hatte. Nur ich hatte mir vorgestellt, dass er halt ein riesiges, langes Level macht, indem man halt vor diesem gestörten Wiggler davon schwimmt, aber... Ja, war nicht so wirklich... Nicht so wirklich das, was ich dachte. Aber okay. War dennoch generell eigentlich ganz gut. So. Damit hätten wir auch die vierte Welt abgeschlossen. Und wir kommen zur fünften Welt. Ich weiß gar nicht, wie viele Welten es gibt. Es könnte gut sein, dass es einfach acht sind. Ich meine, es gibt 72 Level, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen könnte das ganz gut passen. So, fünfte Welt. Fritter Forest 1. Ich habe gerade schon gesehen, Abschlussrate von gerade mal 15%. Das ist etwas niedriger als in den vergangenen Welten bei den ersten Leveln. Das lässt darauf schließen, dass das Level etwas schwieriger ist. Aber mal schauen. Jede Menge Wiggler. Oh, das ist eine nette Idee mit den springenden Wigglern. Kommt der hier rüber? Ne, der fällt einfach in die Hölle. Okay, und rüber da. Ach, die kommen immer wieder. Okay. So, kann man die eigentlich irgendwie töten, die Wiggler? Ich glaube nicht. Außer man hat halt irgendwie eine Bombe oder so. Oder vielleicht so? Nee, anscheinend gar nicht. Weiß ich... Ah, wobei, mit einem Stern wird es natürlich gehen, aber ansonsten wohl eher nicht. Bisher frage ich mich, warum 15% der Leute dieses Level nur abschließen konnten. Bisher erscheint es mir relativ leicht zu sein. So. Hopp. Vielleicht versuchen die anderen aber auch die ganzen Münzen einzusammeln, das kann gut sein.
Was ich ja so ziemlich gar nicht mache. Einfach, weil ich den Sinn auch nicht so wirklich sehe. So. Ja gut, hier kommen wir ziemlich leicht durch jetzt mit der Blume. Wie hätte man denn hier durchgekommen? Wie wäre man denn hier durchgekommen ohne Blume? Eigentlich gar nicht, oder? Ohne dass man sich verletzt, eigentlich gar nicht. Habe ich so das Gefühl. Hm, naja. Was haben wir jetzt hier noch? Ich glaube, das Ziel dürfte relativ nah sein, oder? Ja, hier ist schon die Tür. Ja gut, jetzt noch einmal getroffen worden. Aber hey, das war ziemlich leicht. Vom Levelaufbau her aber gar nicht mal so schlecht. Da gab es schon einige Stellen, wo man hätte failen können. Und generell auch wieder vom Aufbau her sehr nice. Aber warum es so 15% der Leute abgeschlossen haben, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. So. Dann mal auf zum zweiten Level der fünften Welt. Mal schauen, ob das vielleicht etwas schwieriger wird. Fighter Forest 2, Abschlussrate von 11%. Ah, es wird immer schwieriger und schwieriger. Davon merke ich bisher aber noch nicht so wirklich was. Das einzige Level, wo wir bisher gescheitert sind, war dieses Secret Level der dritten Welt. Aber seitdem eigentlich nicht mehr so wirklich. So. Komm. Das war jetzt schon ein bisschen random, oder? Das hätte man doch nicht wissen können. So, weg da. Okay, wir müssen uns anscheinend den Weg hochkämpfen. Jede Menge Mancher im Weg. Hier werden wahrscheinlich auch wieder, ja. Zwar nicht die Mancher, aber fliegende Piranhas. Okay, so. Ah, das war so nicht geplant. Okay, rüber da. Hopp, und... Oh, ein Power-Up wahrscheinlich, ja. Erneut ein Pilz. Nehmen wir mal die Münze mit, warum nicht? Rüber da, rüber da, rüber da. Oh. Oh. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Hätte man das irgendwie schaffen können? Das kam mir sehr, sehr krass vor vom Timing her. Quasi so, als ob man gar nicht dadurch käme, ohne nicht getroffen zu werden. Aber da kann ich mich auch irren. Ich hätte gerne Halbzeit, wenn das irgendwie möglich wäre. Ist die da links vielleicht? Waren wir hier schon? Nee, da ist nur eine Münze. Ja, nur eine Münze. Das kommt mir alles etwas be... Ah, oh, der Sprung gerade etwas sehr zufällig von mir. Ich wollte eigentlich gar nicht springen, aber irgendwie bin ich doch gesprungen. Wäre ein bisschen blöd gewesen, genau da zu failen, aber dann haben wir es doch nochmal gerettet. So. Okay, was haben wir hier? Wobei, da ist wahrscheinlich eine Pflanze drin, oder? Ja. Ich hätte gerne ein Power-Up, wenn das möglich wäre. Lieber Herr Entwickler. Ja, links oder rechts lang? Links sieht schwieriger aus. Ist hier vielleicht ein Power-Up drin? Nee. Ja, hier muss aber irgendwas sein, oder? Bitte nicht nur eine rote Münze. Ich wollte schon Power-Up dafür haben, aber anscheinend ist man heute nicht gnädig genug dafür. Rein da und runter. Nicht runter. Hier lang. Okay, durch da. So, rüber. So langsam könnte auch gerne mal das Ziel kommen. Oh nein, nicht schon wieder das hier. Und durch! Das ist wahrscheinlich noch ein Power-Up, oder? Ja, okay. Sehr gut. Da unten ist das Ziel, aber da werden wir wohl nicht so leicht hinkommen. Okay. So. Okay. Hopp. Okay, das dürfte jetzt das Ende des Levels sein. Ich bin immer zu eilig, wenn es zum Ziel geht. Okay, das Level war schon mal deutlich schwieriger als das vorherige, finde ich. Aber dennoch ziemlich gut machbar. Wir sind ohne größere Fails durchgekommen. Mal sehen, ob es so weitergeht in der fünften Welt. Wir kommen jetzt zu Fighter Forest 3, schätze ich mal. Wobei, es könnte auch das nächste Geisterhaus sein. Oh, mal etwas anders hinsetzen hier. Oh. So, was kommt jetzt? Ich würde gerne ein Geisterhaus sehen. Und es kommt Fighter Bridge, okay.
Aber danach kommt direkt ein Geisterhaus. So, Fuerta Bridge. Bridge. So. Welche Brücke müssen wir dann überqueren? Ist das einfach die hier? Das wäre ein bisschen leicht. Oh, was haben wir denn hier? Vergesst diese Szene am besten direkt wieder. Ich weiß nicht, was da gerade los war. Ich bin einfach in den Tod gesprungen. Ja. Da kommt einer raus, oder? Ja. Ah, verdammt nochmal, was mache ich denn hier? Ich glaube, es lief bisher im Part einfach zu gut. Deswegen muss ich mich auch mal wieder ein bisschen blöder anstellen. So, kann man das Trampolin... Ja, kann man mitnehmen. So, hoch da oder wie ist das? Hm. Oh. Warte mal, eigentlich brauchen wir das ja gar nicht, weil wir einfach hier hochklettern können. So. Hopp, runter da. Rüber da, rüber da. Und hier nochmal auf den Pflanzen spinnen. Hoch da. Ist hier vielleicht irgendwas? Nee. So. Das hier sieht ein bisschen komisch aus, aber... Ich glaube nicht, dass man da rüber kann. Pilz, naja, brauchen wir nicht. Wow, wo kamen denn die Tauben her? Und wieso... Was ist denn los? Oh Gott. Ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an. Dabei sind das die einfachsten Stellen des Spiels, aber naja. Kann... Wow, der ist aber groß. Upp, hoch da. Kann man eigentlich auch hier drauf spinnen? Ja, das geht sogar. Interessant. So, hoch... Na. Was haben wir hier? Nicht mal so rote Münze? Ernsthaft? Hm. Hopp. Und durch da. Hopp. Ja, es war ein bisschen zu schnell da gerade gesprungen. Aber hier gibt es ja zum Glück direkt wieder ein Power-Up. Hopp. So. Aufpassen hier, dass wir nicht runterfallen. Hopp. So. Hopp. Nein, ich will... Ja. Dann halt nicht. Ich wollte zwar dahin, aber wenn ihr nicht wollt, komme ich da irgendwie... Ja, so nicht. Was jetzt? Die Münzen zeigen an, dass das so gewollt ist, dass ich da quasi auf den Wiggler drauf spinne. Hopp! Das Timing hier ist gerade ein bisschen schwierig. Hopp. Oh Gott, ich will aber auch nicht von ihm getroffen werden. Kommt man da wohl einfach mit Anlauf rüber? Das scheint mir auch irgendwie möglich zu sein. Vielleicht irre ich mich, aber... Hopp! Nein. Oh! Wow! Ja gut, so geht's natürlich auch. Das war so nicht geplant, aber hey, wenn's klappt, warum nicht? Da oben hätten wir nochmal eine rote Münze gehabt, aber... Die brauchen wir ja nicht... Oh oh. Jetzt nicht hier sterben! Okay, wir sind am Ziel. Okay, sehr gut. Ja, auch das Level war jetzt nicht so schwierig, aber es gab schon einige Stellen, wo man hätte failen können. Da kann ich schon nachvollziehen, warum es nur 10% abgeschlossen haben. So, dann machen wir zu guter Letzt in diesem Part noch das Geisterlevel, das mich jetzt ziemlich interessiert. Schauen wir uns das doch mal etwas näher an. Ich bin mal gespannt, ob das wieder ein Rätsellevel ist oder ob es einfach nur ein Geisterlevel ist. So, Haunted Waffle House 4 von Bunny. So. Oh, direkt mal runterfallen. Und ein Lakitu. Hat der irgendwas? Ja, der hat diese Käfer dabei. Hm, wo lang? Ich gehe einfach mal zuerst oben lang. Es ist nicht derselbe Raum, oder? Das ist nicht derselbe Raum. Weil hier ist ja immer wieder... der Block frei. Deswegen will er uns mal wieder verwirren, schätze ich mal. Ja gut, das kannst du jetzt auch tausendmal machen. Ich fall da nicht drauf rein. Das wäre jetzt ein interessantes Level, wenn er einfach denselben Raum fünfmal gemacht hätte. Okay.
Das war Glück. Das war sehr viel Glück. Das war auf jeden Fall nicht so gewollt. Das Level ist sehr, sehr seltsam. Ich habe keine Ahnung, was überhaupt passiert. Hier rein? Nee. Hier rein? Hier rein, okay. Das Level ist sehr, sehr konfus. Es ist nicht derselbe Raum. Der will mich verwirren, aber das klappt nicht. Okay. Ich frag mich, wie viele Leute auf sowas reinfallen. Ich auf jeden Fall nicht. So. Man muss übrigens immer dahin, wo der Maulwurf ist. Wobei, warte mal. Ach, hier ist nur eine Münze. Dann wohl hier lang. Hä? Man musste doch gerade immer da lang, wo der Maulwurf war. Jetzt auf einmal hier lang, oder was? Okay, wir sind im Ziel. Das Level war sehr, sehr seltsam. Ja, jetzt nicht wirklich schwierig. Aber, ja, vielleicht gibt's da Leute, die den Ausgang einfach nicht finden und stundenlang rumrätseln, aber so schwer fand ich's jetzt nicht. Naja, gut. Ich danke euch allen auf jeden Fall sehr fürs Zuschauen. Und wenn ihr einen Daumen hoch da lassen würdet, wäre das echt super. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen würden. Dann machen wir weiter mit dem Level Fuda Forest 3, 4 und Forest Fire Void. Das und vieles mehr werdet ihr wahrscheinlich im nächsten Part sehen. Bis dann!